Könntet ihr bitte wieder den Knebel in den Mund machen? Keine Sorge, das Weib lügt. Ja, damit tritt einer der Reiter wohl auch wieder an sie heran und schlägt ihr erstmal mit der Panzerhandschuhfaust ins Gesicht, sodass ihr auch die Wange aufreißt und dann mit einem ekelhaften Grinsen den Knebel wieder vorschiebt. In dem Moment versuche ich dann auch nochmal aufzustehen. Vielleicht auch etwas, ja, mit Gewalt, die vor mir wegzustoßen. Ja, du hast, wie gesagt, den Eisenring um deinen Hals und kannst dann nicht wirklich weiter weg, aber wieder ein ekelhaftes Grinsen von den Reitern und dann entfernen sie sich beide von dir. Gehen dann durch die Tür. Die Tür steht gar Ey. nicht lange auf, da könnt ihr schon erkennen, wie, ja, Balduin von Bregelsaum und Travigor, Tjalf, Jona durch die Tür hindurchschreiten. Ich bleib unterhalb des Fensters liegen. Denke, das klärt sich alles auf. Und auf euren ehemaligen Kameraden blicken, Alduins Blick geht mal wieder merkwürdig langsam zum Fenster, wo Ardo vermutet, beziehungsweise irgendwas vermutet, er weiß ja nicht, dass Ardo da ist. Und dann wird er einer der Wachen mit einem Nicken den Befehl geben, deutet dann auf Blutfaust und kann der Knebel entfernt werden. Haja mittlerweile wieder den Knebel an. Ja, du kannst sehen, wie eine Dame dort mit leicht rötlich blonden Haaren dort sitzt. Die hat sich nicht als Rohaya vorgestellt, zumindest hast du das nicht gehört, aber eine Frau, die jetzt gerade mit zusammengesunkenem Kopf und aufgerissener Wange dort liegt, so ein bisschen mit dem Knebel kämpft, aber der Widerstand scheint wohl gerade für den Moment wieder gebrochen zu sein. Erlaubt mir. Darf ich Sie versorgen, Ihnen zumindest etwas Wasser überreichen? Doch ein wenig Pavia unwürdig aus, wenn ich das so sagen darf. Wen meint ihr? Den Gefangenen. Gefangenen? Priotin, nimm ihm den Knebel ab. Blutfaustes wilde Haare hängen ihm so ein bisschen runter. Kannst noch mal so ein bisschen auf seinen Armstumpf blicken, wo er sich unglaublich brutal eine Sichel in den Arm gerammt hat. Irgendwer hat ihm wohl die Hand mal abgeschlagen. Nässt auch noch so ein bisschen und schimmelt und fault wohl vor sich hin. Also eine wirkliche Verwundung, eine wirkliche Versorgung hat da nicht stattgefunden. Und wenn du dann herantrittst, merkst du wohl auch, wie er versucht, nach dir zu beißen, wird sich dann allerdings auch so ein bisschen beruhigen. Obacht, Obacht! Boah, Ich gebe euch was zu Gruß. essen, ich sehe. Seid hungrig. Diese Verwirrten haben mich gefangen genommen. Rettet mich. Oder sterbt. Wir Habe ich hatten auch einen Knebel im Mund? mittlerweile wieder. Oh, kannst du die wieder rausgerissen haben, aber man hat hier einen umgebunden, ja. Hören wir das alle, was er sagt, oder Nee, hört nur er das das? könnt ihr alle hören. Ort Wir nicht hatten euch angehört. auserwählt, auf dem Schlachtfeld. Und dann haltet ihr es für klug, uns zu bedrohen, wenn wir euch nicht helfen? Denke, so hat er das nicht gemeint. In den Das ist für schwarzen diesen alle ein Landen. bisschen verrückt hier. In den schwarzen Landen ist es sehr wahrscheinlich, dass man zu beruhen fährt. Ich habe eine heilige Mission, die ich erfüllen muss. Warum haben Sie bei eurer Prüfung nicht feststellen können, dass ihr auf ihrer Seite seid? Wo kommt dieses Mal her? Aber er ist von Chorempfang. Mein heiliges Mal. In Form des Manticores. Und ihr habt euch nicht gewundert, dass in einer solchen Gegend, die voller böser Unwesenheiten nur so wimmelt, plötzlich ein solches Mal aufgetaucht Ich ist? habe meine Reue auf dem Schlachtfeld empfangen. Gunstbeweis. Ich werde Empfing im seine Plural. Vision. Wie er lachend über Schlachtfeld rannte und die Seelen soff. Ich wende mich nochmal an Albuin. Was genau habt ihr bei ihm gesehen, das euch den Anlass gab, ihn hinrichten zu wollen? Er ist ein Erdbrecher, ein Verdammter. Aber was genau hat er? Also, ich kenne mich da nicht mit so aus. Seht euch seine Waffe an, die er führt. Ayotin, bringt sie ihm.
Die Was Waffe, die Waffe, die er Götterschlag nennt. Sie zerreißt Wunden. Lässt sie nie wieder heilen. Schwarze Flammen, die ihn umspielt werden. Er ist wahrlich ein Paktierer. Illuminate, Sie wollt doch nicht etwa jemanden schicken, der diese Waffe anfasst. Ein Mann Priotin ist sicherlich mächtig und kann sie bringen. Niemand wird sie führen. Sie wird mit ihm vernichtet. Du, Kormann, sag mal. Und Faust, nenn mich bei meinem Titel. Du hast mir gar nichts zu sagen. Also. Du hast mit dieser Waffe Menschen verletzt, deren Narben oder deren Wunden nicht mehr zu heilen. Wie hast du das gemacht? Was meinst du, wie ich das gemacht habe? Habe sie gefordert? Ist es normal, dass bei Chorwaffen oder bei chorgefälligen Waffen so etwas passiert? Ich glaube nicht. Ich habe es zumindest noch nicht gesehen. Chor vergibt nicht. Schwache werden aussortiert. Meinst also du den Löwenjungen? Stirbst, Meinst du den Löwenjungen, den ich geschlachtet habe? Talion von Brevor. Da haben wir zu euch gekommen. Warum? Elterlich. Adarit. Er ist schwach. Chor holt ihn zu sich. Warum kommen Flammen aus deiner Waffe? Ein Zeichen von Chor. Und seiner Gunst. Eine heilige Waffe, Götterschlag. Ich habe das Gefühl, er ist ziemlich verwirrt. Währenddessen könnt ihr mitbekommen, wie Priotin in anderem Raum gewesen ist, andere Wohnräume, ist er kurz verschwunden und wenn er wiederkommt, könnt ihr sehen, wie er mit einem Schlachtermesser wiedergekommen ist. Ein großes, gezacktes Schwert, was wohl verrostet ist und eher aussieht wie das seines Fleischers. Gut ausgewuchtet, tödliche Eleganz. Illuminatus, ich würde dann den Zauber wirken, um mir hier diese Figuren und auch dieses Schwert mal genauer anzuschauen. Das dauert eine Weile. Ich vergebe euch und werde euch für diese Tat nicht verbrennen. Will aber danach eine Entschuldigung von euch erwarten. Eine Entschuldigung, dass ihr an mir gezweifelt habt. Ist es möglich, dass man sich die Waffe auch so mal anschaut? Ich würde gerne etwas näher treten und sie mir anschauen. Ja, du kannst sie dir angucken, also auch ohne einen Odem, ohne eine Magie. Ja, ich auch nicht. Ja, also du kannst auch ohne das sehen, dass sie definitiv. Also rondrianisch ist das auf gar keinen Fall. Ja, natürlich nicht. Der ist ja auch ein Chortyp. Aber wenn ich mal so an den letzten Chorgeweihten denke, den ich so getroffen habe, ist das so ein ähnlicher Stil? Also der letzte... Ich habe übrigens Vergesslichkeit, nur mal so. Also. Ja, also du erinnerst dich noch an einen Blutschluck, den du dann auf der Dämonenarche getroffen hast. Der war natürlich auch vollkommen wahnsinnig, aber ja. Er war anders wahnsinnig. Ah, wie beruhigend. Blutschluck, Blutfaust, ja. Ich sehe ein Muster. No, Blutschluck, Blutfaust. Mhm. Ja, du darfst gerne dein Odem würfeln, wenn du magst. Hier, gib mir auch mal, ich will auch mal sehen. Also ich würde gerne ein Oculus wirken. Ein Oculus Astralis. Genau, dann kann ich mir den ganzen Laden mal angucken. Ja, 5 Minuten, Oculus. Gut. Wenn du schon so eine Hellsichtsmagie hast, ja gut, wenn du aus Torval kommst, klar. Ich würde gerne, wie selbstverständlich, auch zu der anderen Gefangenen hingehen und ihr was von meinen Rationen teilen. Die Bandschlüsselerin. Lass mir Zeit dabei. Die anderen Prioten, ich nenne sie jetzt einfach mal Prioten, haben da wohl auch kein Problem damit, dass du jetzt die Bandschlüsselerin entfesselst, beziehungsweise ihr den Knebel abnimmst. Sie fängt natürlich auch direkt an... Ihr müsst mir helfen. Albuin ist komplett wahnsinnig. Er ist ein Ketzer geworden. Er hat den Schädel aus Aurelat gestohlen und er ist komplett wahnsinnig geworden. Was hat er gestohlen? Das ist... Den Schädel vom Heiligen. Vom Heiligen. Ihr müsst mir helfen. Halt deinen Maul. Das ist der Schädel vom Heiligen. Ich denke, wir sollten sie ausreden lassen zumindest. Wir können dann immer noch gut einschätzen, denke ich, inwiefern das gelogen ist. Die Bandstrahlerin mag verwirrt sein. Sie hat zu lange in die Sonne geblickt. Ja, wenn sie verwirrt ist, dann müsst ihr doch nicht viel geben auf ihr Gebrabbel, dann lasst sie doch einfach reden. Ihr seid wegen Blutfaust hier. Ja. Im Hintergrund spricht jemand Oculus Astralis, Auge der Sphären, das Wissen um die Kraft zu mehren. Und vor dir wird der Raum dunkel,
Nur eine wenige Personen werden hell. Ardo, was magst du tun? Ich krabbel weiter. Wohin? Nächste Räume. Und luke da mal, also nicht da, sondern das nächste. Das nächste. Du siehst wohl, wie hier Relikte und Artefakte gelagert worden sind, beschlagnahmt. Und das, was dir auffällt und auf einem großen Haufen liegt, zusammen mit anderen ketzerischen Gegenständen, ist ein Bild, was dich umfängt, was dich umspielt, was mit deiner Lust und deiner Rachsucht harmoniert. Ein Ölgemälde, nur in Rot gemalt. Anrüchig. Du merkst, wie wohl unter deiner Hose dein Glied zu pulsieren. Eine riesige Echse, die auf einem Berg aus Schädeln mit einer unglaublich hübschen Frau spielt. In einem Ringkampf. Götter und Kulte plus 7. Dämonologie zählt. Ich glaube, ich besitze noch nicht mal Götter und Kulte. Sekunde. Magiekunde würde ich auch durchlassen. Wenn du mit Dämonologie Magie dann umgehen kannst. Aber es ist eher Götter und Kulte. Götter und Kulte plus 7. Hey, ich habe 9 auf Götter und Kulte. Was ist los hier? Ja, dann verzeiht. Gute Probe. Ja, fuck. Der Tanz von Belhalha mit Belkelein. Ja. Zeit für Feuer, ne? Nimm mit. da ist niemand im Raum? Tür ist geschlossen. Aktuell ist niemand im Raum. Du hast wohl noch Klappen gehört. Du hast kurz überlegt. Ja, doch. Also, wenn du bist in der Zeit auch weitergeklettert. Du konntest kurz sehen, wie wohl Priotin aus diesem Raum dann die Waffe Götterschlag geholt hat. Das sind alles schwarze Relikte, die verbrannt werden sollen oder die dann vernichtet werden müssen. Der ist gerade erst raus, oder? Gerade raus. Ja, dann, das Fenster ist offen? Ja, mit deinem Spinnenlauf kannst du reinklettern. Dann mache ich das doch gleich mal und schaue mich mal um, ob ich irgendwas finde, was brennt. Also, Feuer macht. Und was denkst du? Lampen, Öl, Zunder, Feuer, ja, Stahl. Doch, wir sind in einer Kerzengießerei, also ja, du wirst was finden. Und wenn es einfach heilige Bernsteine sind. Ja, voll, ne? Du fängst an zu zündeln? Ja, ich denke, ich fange mal an zu zündeln. Ibi. Derweil. Oder? Muss ich irgendwas würfeln? Nö, das funktioniert automatisch. Und dann verziehe ich mich wieder zurück, krabbe. Wieder Richtung des Raumes, in dem die Gefangenen sind. Kannst weiter zuhören. Möchte Koria noch irgendwas tun? Auf die Waffenforderung wird keiner eingehen. Wenn du die Waffe haben willst. Na gut, ich werde erstmal nicht bemerken, dass da hinter mir Feuer gelegt wird. Deswegen höre ich dem Ganzen einfach nur sehr interessiert zu. Gibt vielleicht irgendwelche unnötigen Kommentare, aber das ist nichts Wichtiges. Tjalf, die Bandstrahlerin ist nicht magisch, die ist einfach komplett farblos. Rohaya ist nicht magisch. Das Zeichen von Korian ist natürlich wie gestern Nacht auch wieder pulsierend, leuchtend. Ebenso Blutfaust, der nicht nur sein Zeichen, sondern eben auch sein ganzer Körper schimmert. Und, oh ja, du kannst es auch zuordnen. Würfel nochmal eine Magiekunde. Magische Analyse würde zählen. Und der Satyrmensch ist selbstverständlich auch voll magisch. Als Feenmensch, als Feenkreatur. Allerdings, seine Beine werden so ein bisschen verschluckt. Und du bist auch der Meinung, dass er mit diesen Eisen um seine Füße nie wieder zurück in die Feenwelt kann. Ist also ein Verdammter. Oha, ja. Blutfaust ist definitiv wohl laut der Matrix einen Pakt eingegangen. Er ist sich vielleicht gar nicht bewusst, dass das der Fall ist. Gut, wir hatten aber noch einen Hinweis, wir hatten dieses Zeichen noch nicht magisch analysiert, das hatte ich ja noch aufgeschoben gehabt. Habe ich nicht gesagt, dass wir es machen sollen? Doch, aber ich habe es aufgeschoben. Ja, hättest du mal auf mich gehört, dann hätten wir es schon früher gesehen. Ja, also du siehst, dass, wie gesagt, nicht nur das Zeichen ist magisch, sowohl bei Blutfaust als auch bei Korian. Du siehst aber eben auch, dass es eine definitive Richtungsangabe gibt, die nach Norden zeigt.
Damit nach einiger Zeit klärt sich dein Blick wieder. Du standest gerade noch vor dem Satyr, der dich anmeckerte, und kannst dich dann wieder umdrehen zu den anderen. Gut, ich habe mir die Sache angeschaut. Was besagt eure Expertise? Nun, ich glaube, das können wir im Nebenzimmer besprechen. Ich hätte aber gerne noch gewusst, was die Frau zu sagen hat über diesen Schädel da. So. Der Schädel ist heilig. Sankt Gilborn. Und er ist mir zugesprochen. Von nicht wem? Von der Bannstrahler Festung Auranet. Wir haben ihn erworben und wir führen ihn mit uns, um dieses Land zu einem Gebiet der Sonne zu machen, zu einer Praiokratie. Florian, hinter dir wird das ein bisschen wärmer als üblich. Nimm mich mal um. Es riecht nach Rauch. Ayotin, sieh nach, was da brennt. Damit geht einer der Paladine wieder nach draußen. Tjalf tritt an den Illuminatus heran und spricht ihn an. Ihr habt meine Entschuldigung, wir hätten vielleicht doch, es war ein Versäumnis auf jeden Fall, dass wir nicht gleich eingeschritten sind und dieses Zeichen analysiert haben. Es handelt sich, denke ich, um ein magisches Phänomen. Das heißt, es kommt wahrscheinlich nicht von Kur. Habe ich nicht gesagt. Wir werden die beiden Akoluten und den Geweihten verbrennen. Das ist doch nicht die Lösung, wenn sie nichts dafür können. Feuer! Feuer! Was? Raus hier! Klingt nicht gut. Albuin rennt gemeinsam mit den anderen erstmal nach draußen. Die Leibwache natürlich auch jetzt direkt neben ihm. Jetzt natürlich wieder besorgt. Die Leute sammeln sich um ihn herum. Ihr könnt auch merken, wie jetzt die Bauern herantreten. Und gerade gucken. Ja, sie. Einen habt ihr noch, der jetzt so ein bisschen neben Fiona steht, unschlüssig, was er jetzt tun soll. Ich schlag den K.O. Gut. Bam! Nice. Ja, derweil draußen könnt ihr sammeln hören, Schritte trappeln, weitere Alarmrufe und in einer unschlüssigen Bewegung, die Tür wird gerade wieder zu, klicken, klick. Schnell der Ellenbogen von Fiona, bam, gegen das Nasenbein. du darfst gerne auch nochmal Schaden machen. Beziehungsweise, das war nicht so viel. Warte. Du kannst natürlich auch eine Erschwernis ansagen, weil du jetzt aus der Überraschung agierst mit einer Erleichterung von 8. Ja, kannst du einen Wuchtschlag rausmachen. Achso, dann würfel ich aber nochmal, sonst wäre es ja doof. Genau, was willst du für einen Wuchtschlag machen? 6. Nur 6? Du kriegst eine Erleichterung von 8. Achso, ich krieg eine Erleichterung von 8. Achso, warte mal, dann wäre ich ja, oh Gottchen. Ja, dann 12. Natürlich 12. Komm. Gut, 17 minus 4 sind nur 13. Aber das ist nur ein Schicksal. Ja, auf die Fresse. Ja, bitte. Jawohl. Schaden. Ich glaube, da treibst du die Nase ganz, ganz tief ins Innere des Kopfes. 4 plus 3 sind 7 plus 12. 21 TP. Ja, in den Kopf, also. 19. Es gibt nur noch ein ekelhaftes Knacken, was aber runtergeht in den Hilferufen der anderen, in dem Feuerrufen. Ihr hört wohl, wie draußen sich sowas wie eine Schlange bildet mit Eimern und der Brunnen, der da jetzt wohl gerade benutzt wird, um das Ganze dann zu retten, und wildes Gerufe, Albuin, der Befehle gibt. Ich atme einmal laut durch, so nach dem Motto so, oh, das war nötig, und dann fange ich an, die Gefangenen loszumachen. Ja, währenddessen wird Korea noch anfangen, sich mit aller Kraft gegen die Wand, gegen seine Ketten zu stemmen. Das bringt's bestimmt, um dich zu befreien, wenn du auch noch rumzappelst. Ado, was magst du tun? Ja, während sie ihm den Ellbogen ins Gesicht rammt, springe ich schon durchs Fenster durch. Der Satyr, seine Füße sind in Eisen gegossen, habe ich das richtig verstanden? Genau, seine Füße sind, also er ist behuft und seine Füße sind in Eisen. Ah, der arme Bastard. Ja gut, dann kümmere ich mich erstmal um die Bannstrahlerin. Gut, also ich gehe davon aus, in der allgemeinen Panik, in der allgemeinen Verwirrung von draußen könnt ihr weitere Rufe hören. Ihr könnt wieder durch die Fenster, wollt ihr durch die Fenster fliehen oder wollt ihr vorne raus? Nee, vorne raus. Jetzt wird gemetzelt. Ist hier Schluss mit lustig. Ja, ich würde was versuchen, und zwar den Hammerschlag auf dieses Eisens anzuwenden.
den Hammerschlag des Magus. Ist natürlich ein schwierig, ne? Jetzt das Eisen zu zerstören und nicht seine Füße, seine... Was, du hast einen Hammerschlag? Was ist Hammerschlag des Magus. Hammer des Magus, meint er. Achso, ich dachte gerade, der hat auch einen Hammerschlag. Oh, dann gib mir aber... Ja, wow. gib mir dann mal einen Stabangriff. Er bewegt sich zwar nicht, aber ist trotzdem schwer. Also ich brauche halt drei Aktionen und muss es dann berühren. Aber ich muss eine Ritualkenntnis dann ablegen. Also du musst gar nicht zuschlagen mit Raufen oder mit Stabangriff, sondern... Ich muss es halt berühren. Okay, eben. Gut. Gut, wenn er sich jetzt bewegt, dann schon, aber... Naja, also er ist zwar schon in Panik wegen dem Feuer, aber er vertraut dir wohl als Magier. Ich habe vorhin versucht rauszufinden, ob es jetzt Mut war, weil das wird nicht eingetragen automatisch. Gib mal eine Probe. Einfach eine Clinch-Probe. Mach mal einfach Clinch 20. Unser Inventar dabei. Nee, das sind W12, W10 und W8. Geschafft. Wow. Nee, nichts geschafft. 3W20 bitte. Okay. Jo. Jetzt müsste man noch gucken, wie viel abziehen. Ja. Wahrscheinlich drei noch weniger. Sollte wohl klappen, gehe ich mal von aus. Die Wirkung ist ja von den Punkten abhängig noch. Kannst ja, also du kannst da sind. Du kannst den Satyr-Menschen Hammer des Magus befreien, ja, definitiv. Seid ihr sicher, dass wir ihn befreien sollten? Wenn ich Gefangene befreie vor mir. Helft mir, ich bin Ohio. Ja, Fionn ist auch schon dabei. Ich muss direkt nach Gareth. Er ist Korean. Was? Ich muss nach Gareth, helft mir. Ja, genau, er ist Korean. Ich helfe der Frau. Ja, kannst du dann losmachen? Wir müssen durch die Fenster fliehen. Wir müssen. Ich muss das Reich wieder regieren. Ruhe. Viel Ruhe. Hört mir zu, ich bin die Kaiserin, ich kann euch belohnen. Jede Schöne ist eine tote Kaiserin. Wir müssen hier erstmal raus, also. Ich bin Ohio. Ich würde der Bandstrahlerin das Schwert von der K.O. geschlagenen Bandstrahlerin geben. Sie nickt dir zu. Waffe. Danke. Ist deine Flucht nun angemessen oder sollten wir Alboin zur Rechenschaft ziehen? Wir fliehen nicht, wir müssen das jetzt hier durchziehen. Wir nehmen den Schädel mit. Schädel vom Heiligen Milborn. Was wollen wir mit dem scheiß Schädel? Wir müssen erstmal rauskommen, Leute. Ja, ich spring direkt wieder zum Fenster rauf, renne einmal außen rum und schau mal kurz durchs Fenster von Alboin. Während alles brennt. Ach, du hast den Schädel gar nicht gesehen. Aber ich glaube, ich habe gehört, wie sie drüber geredet haben. Ja, haben wir. Genau, ich hab's ja angesprochen. Ich gehe davon aus, es brennt alles, ist das auch nicht der Rauch, oder was? Oder ja, wie? Aber es brennt auf der anderen Hausseite. Genau, ja. von hier aus jetzt. Ich sag nur, du springst da die ganze Zeit raus und rein und so, also da ist wahrscheinlich auch nicht der Rauch. Aber ja, gut, springen besser. Wir alle auch durchs Fenster gut. Hinterher. Ja, wollt ihr durchs Fenster? Nein! Bitte noch Korian befreien und die Rohaya. Genau, also ich werde darauf achten, dass Korian auch befreit ist. Okay. Danke. Und dann stürze ich aber auch gleich rüber zu Blutfaust und versuche, seine Ketten zu lösen. Ja, okay. Wollt ihr nicht? Vorsichtig mit ihm. Es wurde bestätigt, dass er ein Paktierer ist. Ja. Was? Ja, weil hämmert es von draußen gegen die Tür. Ihr könnt dann sehen, wie sie aufgemacht wird und euch drei Bandstrahlen ansehen. Nein, ich möchte vorher schon dahin. Ich wollte ja schon vorhin raus. Du stehst direkt an der Tür. Mit beiden Streitäxten. Auf die Fresse! Gut. Initiative. Ich habe mich die ganze Zeit schon gefreut. Ardo, während du an der anderen Seite am Fenster auftauchst, kannst du sehen, wie Alboin jetzt gerade mit seinen beiden Leibwachen den Schädel aus dem, nicht selber greift, aber den, diese Unterlage nimmt er wohl mit. Dieses kleine Mistkerl. Boah, guck dir meine Eni an. Das ist das Wichtigste, was er hat. Ja. Gut. Du siehst also, dass der in Sicherheit gebracht wird. So, Sonnendiener, Streiter des Lichts, die haben einen Morgenstern. Mega, ja, mich hammerschlagt jetzt alle weg. Pam, gut. Pam, pam. Die Initiative von Ihnen ist 11. Also nicht 4. Ich möchte umwandeln. Stop. Und ihn auf die Fresse gehen. Ja. Alle anderen können gerne die Initiative gehen, ansonsten kämpft Fionn alleine. Es macht mir nichts. Es macht die kaputt. Gut. Geht weg. Dann, Sie haben die 11 und Sie würden gerne agieren. Und zwar würden Sie jemals gerne Informationen blocken für den anderen. Nix da Formation. Doch, Information. Ja, okay, du kannst gerne vorziehen. Ja, hab ich doch gesagt, ich zieh vor und dann jeden einmal mit Hammerschlag geht das. Ja, gar kein Problem, kannst du gerne machen. Auf die Fresse. Okay. So, Nummer 1. Ja, stopp, warte. Kommen auf den ersten zwei Paraden, von einmal sich selbst und einmal von anderen, beides blockiert. Was war der erste? Nächste Aktion von dir. Weiter. Tür dann kommen eben. Drei Paraden, auch pariert. Und der nächste Hammerschlag.
Eieiei. So. Auch pariert. Zwei Paraden von mir, beziehungsweise attackiert. Ja, ist auch wieder pariert. Dann, aber ihr habt keine Aktion mehr, wa? Genau, dann trommeln deine Streitäxte in unglaublicher Geschwindigkeit gegen die Schilde der Bandstrahler, beziehungsweise der Sonnenlegionäre, Sonnendiener. Und du siehst drei Streitkolben, die jetzt auf dich niederregnen. Hä? Ich dachte, die haben schon ihre Aktionen verbraucht mit ihren drei Paraden. Paraden, genau. Paraden in Formation gekämpft, die ihre Schilde nach vorne gereckt haben. Jetzt kommen ihre Streitkolben runter. Ich dachte, angreife, kommen die gar nicht in Formation. Die standen doch schon an Formation an der Tür und haben die gerade drauf gemacht. Ach so. Hä? Okay. Das sind drei Morgensterne, die jetzt auf dich niedertrommeln. Jeweils für 1W6 plus 6. Mhm. Ich hab ja Gott sei Dank Rüstung. Ja, dann sind das 8, 8 und 8. Ach, ich muss nur kurz gucken, was für eine Rüstung ich hab. Noch einmal die Rüstung ansehen. Ich guck gerade nochmal 1, 2, 3. 3 hab ich, wann? 3. Linkes Bein, Bauch und Schwertarm. Ihr anderen könnt erkennen, Corian zieht gerade noch an den Kernen von Blutfaust. Ihr wollt ihr es verhindern? Wollt ihr den Belhalar-Paktierer freimachen oder nicht? Also Corian möchte, Travigor, Alpha. Ich werde da nicht eingreifen. Ich sehe, dass Fiona gegen eine große Überzahl kämpft und würde ihr zu Hilfe eilen, obwohl ich ihre Kampfkraft unterschätze. Na, ich krieg gerade richtig auf die Fresse, ist okay. So, den nehme ich mal mit, der ist gerade ohnmächtig, beziehungsweise sie ist ohnmächtig. So, Satyr Mensch, achso, genau, Hammerschlag des Magus, ich würde einfach mal sagen, ist durch, dementsprechend Ketten zerspringen. Und der Satyr Mensch würde gerne in seiner Aktion durch das Fenster einfach fliehen, der hat keine Lust hier zu kämpfen. Boah, hilf uns, sag ich. Nein! Hier geht's raus. Ja, seine Aktion, ich würde ihn schon mal aus dem Kampf entfernen, weil er kämpft nicht mit. Okay. Gibt auch kein Dankeschön von ihm oder sowas, einfach nur noch ein meckerndes, wenn er durch das Fenster springt. Die Leibwächterin schaut euch an und wird misstrauisch Corian jetzt beruhigen, wenn er jetzt versucht, Blutfaust zu befreien. Das ist ihm auch nicht recht. Rohaya schreit einmal laut, ihr müsst mich nach Gareth bringen. Und ebenso durchs Fenster. Soll die Klappe halten, da sind wir noch nicht fertig hier. Gut, dann die Initiative bitte von Travigor und dann gehen wir in die zweite Kampfrunde. Ich hab mir schon NDP abgezogen, dass du Bescheid weißt. Eine Initiative von 13, weil mein BE nicht richtig berechnet wurde. Ich hab's jetzt korrigiert. Gut. Das heißt, ich bin rangerannt. Darf ich dann noch umwandeln und angreifen? Du bist jetzt dran und wir gehen jetzt in die erste Aktion der zweiten Kampfrunde. Ich bin auf der 11. Ich muss als erstes. Ich hab 13. Ihr könnt auch gerne abwarten, was ihr machen wollt. Ja, ich warte ab jetzt, weil wenn das mit der Formation so krass ist, das wusste ich nicht. Ja, gar kein Problem. Ich muss gerade gucken. Zwei Streitkolben auf dich, Fiona, und ein Streitkolben auf Travigor. Von links nach rechts. Alle treffen. Versuchen, meisterlich zu parieren. Ja. Und zwar plus 4. Mhm. Ich möchte auch gerne meisterlich parieren. Ich möchte nochmal durch. Oh, das ist eine 1. Ja. Soll ich nochmal bestätigen, oder? Das ist sogar bestätigt. Die folgt mich automatisch, genau. Dann kostet dich das keine Parade, sondern du kannst umwandeln und. Was war das? Eine Meisterparade 4, ne? Ja. Oh, dann kannst du jetzt tatsächlich auch umwandeln und weiter draufschlagen. Ich würde gerne versuchen, den einen zu entwaffnen. Bist du vor mir dran? Nein. Wie hoch ist deine Inni? Ich habe keine Ahnung. Also du hast die höchste, Fiona. Achso, ich hab die höchste. Okay. Gut, ich fange jetzt einfach mal an mit dem Schaden. Einmal 10 für Fiona, einmal 8. Ich wollte doch meisterlich parieren. Ja, hast du pariert? Ich habe noch nicht gewürfelt, weil er die ganze Zeit dran war. Ich habe jetzt erstmal abgewartet. Gut, dann darfst du jetzt entweder einen oder beide parieren. Ja. Da ist pariert, der erste. Das ist pariert. Was war das für eine Meisterparade? 4? 4. Ja, habe ich gesagt, wie er auch. Okay, das ist die erste. Was kriegst du noch eine zweite in die Wenn ich nochmal zwei meisterlich pariere, muss ich das dann auch nicht für eine Aktion bringen. Aber du kannst umwandeln, wie du willst. Ja, aber dann habe ich nur noch eine Aktion, oder? Ja, genau.